Freunde, ich habe für euch einen sehr, sehr wertvollen Tipp zum Thema, wie schafft man es, dauerhaft am Ball zu bleiben, dauerhaft sein Ziel verfolgen, dauerhaft ja, eine Strategie zu verfolgen, sein Ziel zu erreichen. Was ist da wichtig? Klar, das Warum und die Motivation, warum man das tut, das sollte geklärt sein. Ein starkes Warum ist immer eine Grundvoraussetzung, dass wir das tun, was wir tun sollten, dass die Motivation, die wir haben, so weit wie möglich dauerhaft intrinsisch von innen kommen sollte. Das heißt, wenn ihr jetzt Gewicht reduzieren wollt, sollte es nicht so sein, dass eure Frau gesagt hat, du sollst das Gewicht verlieren oder umgekehrt, euer Mann hat gesagt, du musst jetzt Gewicht verlieren, sondern ihr wollt von innen raus sagen, ja, ich brauche weniger Gewicht, ich fühle mich mit weniger Gewicht wesentlich wohler, die Leistungsfähigkeit ist besser und meine Laune ist natürlich auch besser. So, intrinsisch, das heißt, ich habe großes Interesse, das, was ich da tue, weitestgehend umzusetzen, langfristig umzusetzen, um natürlich auch nach einer gewissen Zeit mich feiern zu können. Und jetzt kommen wir auch schon dahin, wo ich hin möchte. Denn eins ist ganz wichtig und das vergessen oftmals ganz viele Menschen. Zu vergessen, dass wir dauerhaft, dann wenn unser Warum und unsere Motivation geklärt ist, warum wir es tun, dass wir es dauerhaft umsetzen, ist eins ganz wichtig und zwar regelmäßige Erfolge. Regelmäßige Erfolge und auch das Honorieren des Erfolges ist eine Grundvoraussetzung, dass Menschen lang anhalten, motiviert bleiben, das, was sie da vorhaben, langfristig umzusetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Coaches habe, die in der Gewichtsreduktion stecken. Zu 90% aller meiner Coaches sind bei mir, weil sie zu viel Gewicht haben, weil sie 10, 15, 20, 25, 30, 60, 70, 80, ja, bis zu 90 Kilo im besten Fall zu viel Gewicht haben. Und jetzt geht es darum, dieses Gewicht langfristig gesund zu reduzieren. So, und da wende ich immer die sogenannte Marathontechnik an. Ich nenne sie Marathontechnik und zwar folgendes, müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Marathonläufer und der Marathonläufer steht am Start. Er muss jetzt ja, über 40 Kilometer laufen. So, kann er sich das Ziel vorstellen? Ja, wenn er gut ist und einen Mentaltrainer hat, dann hat er sich vielleicht vorgestellt, wie er die Strecke läuft, wie er im Ziel ankommt. Aber auf was ich raus will ist, wir können immer, wenn wir jetzt 20 Kilo abnehmen, 20 Kilo sich vorzustellen, 20 Kilo, wow, 20 Kilo weniger. Wann hast du das letzte Mal 20 Kilo weniger gewogen? Oh, das ist vor 15 Jahren. Kann man sich das nur vorstellen? Sau schwierig, ne? Deswegen ist es ganz gut, wenn man kleine Steps geht und sagt, pass auf, wir vereinbaren, mache ich meine Coaches immer so, bei manchen nach einer Woche, manchen nach zwei Wochen, manchen vier Wochen, vereinbare ich ein Gewichtsziel. Wir gehen jetzt her und du hast 120 Kilo. Wir haben jetzt zum Beispiel den 2. Januar und wir haben dann am 1. Februar oder am 2. Februar, genau vier Wochen später, haben wir dann ja, der ist sehr schwer, der hat viel Muskelmasse, hat er beim ersten Step 5 Kilo weniger. Also tragen wir uns einen Terminkalender ein, Februar, 2. Februar, Gewicht messen, 5000 Gramm weniger. Beim 120 Kilo Typ ist das gerade zum Einstieg ein realistisches Ziel. Wenn ich jetzt jemanden habe mit 70 Kilo, der 10 Kilo zu viel hat, wäre das eher ein unrealistisches Ziel, weil das ja meistens dann Frauen sind, haben weniger Muskelmasse. Da könnte man sagen, 2. Januar, 70 Kilo, 2. Februar, machen wir mal, 67,5 Kilo haben wir garantiert. So, und wenn diese Menschen jetzt diese vier Wochen investieren in dreimal Sport pro Woche, 60 Minuten, insgesamt drei gesunde Mahlzeiten pro Tag und die haben dann nach vier Wochen ihr Ziel erreicht, der Mann mit 120 Kilo wiegt 115 Kilo am 2. Februar, die Dame mit 70 Kilo wiegt am 2. Februar 67,5 und hat das auf jeden Fall erreicht, dann ist das ein Erfolgserlebnis.
Wenn Sie dann noch ein halbes Kilo mehr haben, noch ein größeres Erfolgserlebnis. Wenn aber das Ziel falsch gesetzt wurde, ein zu hohes Ziel, dann ist das Erfolgserlebnis weniger schön. Deswegen ist es wichtig, wir brauchen greifbare, sichtbare Erfolge. Das macht man am allerbesten, wenn man es Marathontechnik anwendet im Bereich der Gewichtsreduktion. Dazu aber auch realistische Ziele setzen, denn ein unrealistisches Ziel, was nicht erreichbar ist, wo wir dann zum Scheitern verurteilt sind, das ist ganz schwierig, denn dann die Motivation aufrechtzuerhalten, sehr schwierig. Es gibt Menschen von 100%, habe ich erlebt in den letzten 30 Jahren, sind 10, 15 dabei, wenn sie das Ziel nicht erreichen, dann geben die nochmal richtig Gas und können das Ziel erreichen, aber ein großer Anteil ist danach auch demotiviert, down. Und überlegt sich, boah, jetzt habe ich mich so angestrengt und so gut gegessen und so regelmäßig gemacht und ich habe es nicht erreicht. Boah, wie soll ich jetzt das nächste erreichen? Und diese Menschen sind dann demotiviert. Deswegen, ja, Marathontechnik, Gewichtsziele setzen, Gewichtsziele vereinbaren, kannst du auch mit dir selber vereinbaren. Musst du nicht mit mir vereinbaren, kannst du mit dir selber vereinbaren, kannst einen Terminkalender rausholen, kannst du eintragen, wann möchte ich was haben. Ja, und dann eben immer gezielt darauf hinarbeiten und wenn wir dann das Datum X haben und dann haben das Ziel erreicht, ist super, dann auch mal feiern und sagen, hey, hast du gut gemacht, 4 Wochen lang, 4x3 sind 12 Sporteinheiten gemacht, vorher hast du gar nichts gemacht, ist super. Dann, vorher hast du nur einmal am Tag gegessen oder eineinhalbmal oder maximal zweimal am Tag gegessen, viel Fastfood, viel schlechte Sachen, dann lässt es mal Revue passieren und guckst mal, wow, 4 Wochen. 4 Wochen lang habe ich mich an meine Vorgaben gehalten. Ich habe 4 Wochen lang jeden Tag 3 gesunde Mahlzeiten gegessen. Das sind 30 Tage mal 3, das sind 90 gesunde Mahlzeiten. Habe ich in den letzten 4 Wochen gegessen. Was ein geiles Investment. Feiern, dich loben, dir gegenüber Respekt aussprechen, dann auch eine Wertschätzung gegenüber sich selber und sagen, ja, hast du gut gemacht. Ja, richtig loben. Das könnt ihr vom Spiegel machen, das könnt ihr innerlich machen, könnt mit euch reden. Aber das ist wichtig. Das ist super wichtig, um die Motivation ganz oben zu erhalten. So, ja, das wäre das, was ich euch dabei mitgeben wollte, dass ihr darauf achtet, dass ihr regelmäßig Erfolge feiert. Um regelmäßig Erfolge feiern zu können, brauche ich natürlich auch einen Plan. Ich brauche einen Ernährungsplan, ich brauche einen Trainingsplan, ich brauche eine Struktur. Ich sollte wissen, was trainiere ich, zu welchem Zeitpunkt, welche Wiederholung, welche Übung, wie viel Cardio, wie lange pro Trainingseinheit, was meine Mindestvoraussetzung pro Woche, was ich trainieren soll. Das sind eigentlich auch Grundvoraussetzungen, Erfolg zu feiern. Habe ich keinen Plan und trainiere so ein bisschen vor mich hin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche, viel, viel geringer. Und dann geht dir die Motivation in den Keller runter. Warum? Weil kein Erfolg da ist. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Ernährungsverhalten. Viele Menschen fangen an und ja, jetzt esse ich halt mal ein bisschen weniger. Und nach 3 Wochen bleibt das Gewicht stehen, passiert nichts mehr. Ja, und dann esse ich noch ein bisschen weniger. Und nach 3 Wochen bleibt das Gewicht wieder stehen. Scheiße, fange ich wieder an zu futtern, das Gewicht geht wieder nach oben. Frust ist vorprogrammiert und in dem Moment, wo der Frust vorprogrammiert ist, geht die Motivation in den Keller runter. Warum? Weil keine Erfolge gefeiert werden können. Deswegen auch da ganz wichtig, zu einem Vorhaben gehört ein Plan. Wenn ich auf den Weg gehe, auf einen fremden Weg und ein Ziel suche und ich habe keinen Plan, wird es richtig schwierig und wenn ich mich mehrmals verlaufe, dann habe ich immer keinen Bock mehr und lasse es einfach sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Bereich der Gewichtsreduktion, das Gleiche gilt für den Bereich der Fitness. Man sollte wissen, was man tut. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man jemanden kennt, der weiß, was man tun sollte. Also, wenn ihr draußen vorhabt, euch zu verändern, schnappt euch jemanden, der eine Ahnung hat, investiert ein bisschen Geld, geht zu jemandem, der weiß, wo ihr hin möchtet, der euch den Weg zeigt. Und dann ist natürlich ja, die Chance, dass ihr Erfolg habt, um 100% höher und dann bleibt ihr auch langfristig dabei. So, ihr Lieben, das war's mal wieder zum Thema, feiert mal regelmäßig Erfolge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.